Texas ist die Heimat einiger der seltsamsten, gruseligsten und ungewöhnlichsten Tiere, von denen Sie je gehört haben. Es mag überraschen, aber dieser Bundesstaat ist voll von Kreaturen, die man an anderen Orten kaum zu Gesicht bekommt. Werfen wir also einen Blick auf die erstaunlichsten von ihnen. Dieses wahrhaft schöne, leuchtend blaue Geschöpf wird als der blaue Seedrache. Trotz des imposanten Namens ist das Tier winzig, meist nicht größer als eine Weintraube. Vielleicht findest du ihn am Strand oder schwimmt neben dir im Wasser. Aber denken Sie an eines, so hübsch diese kleine Schnecke auch aussehen mag, berühren Sie sie niemals. Ein Tourist entdeckte ein paar dieser hübschen Drachen am Ufer von Mustang Island. Er hob eine der Kreaturen hoch. Er wollte sie filmen. Zum Glück setzte er sie zurück ins Wasser, bevor sie ihn stechen konnte. Sonst hätte es böse enden können, denn der blaue Seedrache ist giftig. Trotz ihrer winzigen Größe kann ihr Stachel sehr stark sein. Das liegt an ihrer Ernährung. Ihre Lieblingsspeise ist das portugiesische Man-O-War, eine Qualle, deren Gift ausreicht, um kleine Fische und Krebstiere zu lähmen. Die blauen Drachen verwenden zunächst Schleim, um die berüchtigten Stachelzellen der Qualle zu neutralisieren. Dann stehlen sie diese Zellen aus den Tentakeln des Man-O-War und speichern und konzentrieren sie in ihrem eigenen Gewebe. Dann setzen sie diese Stachelzellen, BI, kontaktfrei, wodurch ihr eigener Stachel noch stärker wird. Sogar schlimmer als der des Seekuhflossens selbst. Diese furchteinflößenden Kreaturen sind auch äußerst heimtückisch. Obwohl ihr Aussehen gelinde gesagt leuchtend ist, sind sie bekannte Meister der Tarnung. Die leuchtend blaue Färbung stammt nämlich von ihren Bäuchen. Und wenn sie auf dem Rücken schwimmen, verschmelzen sie einfach mit dem Wasser. Ihr Rücken ist grau, um die Tiere auf dem Meeresboden zu tarnen. Eine lustige Tatsache, eine Gruppe von kleinen Drachen, die zusammenschwimmen, nennt man eine blaue Flotte. Und noch eine Tatsache, blaue Drachen legen normalerweise eine Reihe von etwa 16 Eiern und es dauert etwa 3 Tage, bis aus ihnen eine Larve schlüpft. Blaue Seedrachen schaffen es nur selten an die Küste. Sie haben einen weichen Körper und wenn die Tiere schließlich die Brandungszone durchdringen und am Ufer landen, sind sie bereits zerbrochen. Und trotzdem, Vorsicht! Auch in diesem Fall verflüchtigt sich das Gift in ihrem Körper nicht. Aber natürlich sind die blauen Seedrachen nicht die einzigen ungewöhnlichen Tiere, die in Texas leben. Werfen Sie einen Blick auf diese albtraumhafte Kreatur. Giftig, schleimig und irgendwie unsterblich. Darf ich vorstellen, den Hammerkopfwurm. Und das Schlimmste daran? Er könnte in Ihrem Garten lauern, während Sie sich dieses Video ansehen. Sie können diesen Wurm leicht an seinem gruseligen, spatenförmigen Kopf erkennen. Er sieht nicht aus wie ein anderes wirbelloses Tier, das Sie je gesehen haben. Oder wie irgendein anderes Lebewesen. Zunächst wurde er nur in Osttexas gefunden. Doch später entdeckten Forscher diese gruseligen Kreaturen in Nord-, Mittel- und Südtexas. Im Grunde überall, außer in den trockenen Gebieten von Westtexas. Eines der erschreckendsten Dinge an diesem Wurm ist vielleicht seine Länge. Diese Kreatur kann bis zu 1 Meter lang werden. Glücklicherweise sind solche Giganten nicht sehr häufig. Die meisten Hammerkopfwürmer erreichen nur eine Länge von 6 Zoll. In Texas kommen 2 Arten dieser Würmer vor und beide haben einen dunklen Streifen in der Mitte. Die größere dieser beiden Arten ernährt sich von Regenwürmern, was ein großes Problem darstellt. Sie wissen vielleicht, dass Regenwürmer eine wichtige Rolle dabei spielen, den Boden reich an Mineralien und insgesamt gesund zu halten. Wenn die Regenwürmer verschwinden, erhalten die Pflanzen in solchen Gebieten nicht die Nährstoffe, die sie brauchen. Auch für Menschen und Haustiere ist die Begegnung mit einem Hammerkopfwurm nicht gerade eine angenehme Erfahrung. Hammerköpfe sind die einzigen wirbellosen Landtiere, die ein sehr gefährliches Nervengift absondern. Das gleiche, das auch Kugelfische produzieren. Dank der schieren Größe des menschlichen Körpers wird die Berührung eines Hammerhaarwurms nicht allzu sehr wehtun. Aber es kann trotzdem sein, dass ihre Hand anfängt zu kribbeln oder sogar taub wird. Für Haustiere ist er viel gefährlicher. Es hat Fälle gegeben, in denen Hunde Hammerköpfe gefressen haben, sodass sie sich den ganzen Tag lang krank fühlten. Interessanterweise sind diese Würmer in Südostasien beheimatet. Aber sie müssen die Kunst des Trampens gemeistert haben, da sie bereits in den frühen 1900er Jahren in den USA gefunden wurden. Denken Sie daran, dass es das Schlimmste ist, einen Hammerkopfwurm mit einer Schaufel zu zerhacken, wenn Sie ihn loswerden wollen, was die beste Lösung ist. Plattwürmer vermehren sich nämlich, indem sie sich selbst in 2 Hälften reißen. Wenn man ihn also zerschneidet, fördert man die Population der Würmer, indem man aus einem Wurm 2 macht.
Aus diesem Grund werden Hammerhaie manchmal als unsterblich beschrieben, was ein wenig übertrieben ist, da diese Kreaturen weder Essig noch Salz überleben können. Auch wenn sie in West Texas vor dem Hammerkopfwurm sicher sind, heißt das nicht, dass sie nicht auf ein anderes gefährliches Tier stoßen können. Wie zum Beispiel dem Landhummer aus der Hölle. Diese Kreaturen sind auch als Essigfresser bekannt. Und sie sind keine echten Krebstiere, sondern Spinnentiere. Wer hätte das gedacht? Wie auch immer, diese achtbeinigen Kreaturen haben einen wirklich fiesen Biss. Aber das ist nicht das Schlimmste an ihnen. Landhummer, mach dich auf was gefasst. Spritzen essigähnliche 85% Säure aus ihren Schwänzen. Meistens tun sie das, um sich zu schützen, aber es hört sich trotzdem unfreundlich an, oder? Ein Landhummer kann mit seinen schweren Mundwerkzeugen auch einen Finger einklemmen, der ihm zu nahe gekommen ist. An der Basis ihres Hinterleibs haben Essigfresser lange peitschenartige Schwänze. Deshalb werden diese Spinnentiere oft Peitschenskorpione genannt, obwohl sie weder mit Skorpionen verwandt sind noch Stacheln haben. Sommerregen lockt diese Spinnentiere auf der Suche nach Nahrung und Liebe aus ihren Höhlen. Glücklicherweise behaupten Experten, dass Landhummer für den Menschen nicht giftig sind. Mit ihren großen Zangen, die sie zum Fangen von Insekten verwenden, hinterlassen sie aber sehr wahrscheinlich Spuren. Essigfresser können als nützlich angesehen werden, da sie Tausendfüßler, Grillen, Skorpione und Schaben fressen. Sie jagen, indem sie mit ihren langen Vorderbeinen die Vibrationen ihrer Beute wahrnehmen. Da Landhummer bevorzugt nach Einbruch der Dunkelheit auftauchen, ist es unwahrscheinlich, dass man einen BI-Tageslicht zu Gesicht bekommt. Aber wenn du über einen stolperst, schau ihn dir an. Wenn es ein Weibchen ist, trägt es vielleicht seine Jungen auf dem Rücken. Jetzt stellen Sie sich vor, es ist mitten im Frühling und Sie spazieren zwischen blühenden Blumen und grünem Grün. Plötzlich entdecken Sie etwas äußerst Bizarres auf dem Boden. Das Tier sieht niedlich aus, flauschig und weich. Der Wunsch, es zu berühren, ist unwiderstehlich. Aber Vorsicht, der Stachel der haarigen Raupe kann ganz schön heftig sein. Diese Raupe nennt man Eibischraupe oder Aspis. Es gibt mehrere stechende Raupenarten. In Texas gibt es mehrere stechende Raupenarten. Die Buckmoth-Raupe, die stachelige Eichenprozessionsspinner-Raupe, die Saddleback-Raupe und die Iomoth-Raupe. Und die Berührung einer dieser Raupen kann unangenehme Folgen nach sich ziehen. Wenn du dieses hübsche, haarige Ding im Park berührt hättest, würdest du höchstwahrscheinlich ein brennendes Gefühl verspüren und einen juckenden Ausschlag bekommen. Im schlimmsten Fall müsstest du sogar in die Notaufnahme gehen. Das Hauptproblem ist, dass Menschen sehr unterschiedlich auf Raupengifte reagieren. Einige können schwerere Reaktionen entwickeln als andere. Wie schlimm die Folgen sind, hängt auch von der Dicke der Haut an der betroffenen Stelle ab. In den meisten Fällen verschwinden die unangenehmen Empfindungen und der Ausschlag innerhalb weniger Stunden oder manchmal auch Tage. Das Gute daran ist, dass sich diese Raupen später in Motten und Schmetterlinge verwandeln, die zur Bestäubung von Blumen und Bäumen beitragen. Wenn Sie diese Tiere loswerden wollen, erweisen Sie dem Gebiet, in dem Sie leben, einen Bärendienst. Fachleute sind sich sicher, dass die Begegnung mit einer stechenden Raupe nichts Schlimmes nach sich zieht, wenn man sich an die Faustregel hält. Wenn eine Raupe pelzig aussieht, sollte man sie nicht anfassen. Und die beste Lösung für den Umgang mit solchen Kreaturen ist die Aufklärung darüber, was solche Raupen sind, wie sie aussehen und warum es gefährlich ist, sie mit ungeschützten Händen zu berühren.